Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Backen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wieso am Morgen? Ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video schaut. Ich kann euch nur sagen, wann wir es produzieren. Es ist jetzt 9 Uhr morgens und ich mache für euch Muffins. Und zwar nicht irgendwelche Muffins. Wir machen Kirschmarmor oder Marmor-Kirschmuffins. Marmor-Kirsch? Kirschmarmor? Keine Ahnung, kommt aufs Gleiche raus. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. 2 Eier kommen hier in unseren Wunderkessel. Ebenfalls Zucker, das sind 150 Gramm. 100 Gramm Öl kommen ebenfalls noch dazu. Oder 100 Milliliter. Ne? Ich werde ja immer wieder korrigiert. Es heißt ja nicht Gramm, sondern Milliliter. Aber wir alle wissen, die Waage zeigt halt eben Gramm an. Außerdem brauchen wir noch ein Päckchen Vanillezucker. Habe ich leider keins mehr da. Ich habe jetzt so eine Bourbon-Vanillepaste und davon mache ich etwa einen Teelöffel hinein, um dem Ganzen das nötige Vanillearoma zu geben. Wichtiges Zubehör, Deckel aufsetzen, denn wir vermischen das Ganze jetzt eine Minute auf Stufe 5. Nachdem wir das Ganze vermischt haben, kommen die übrigen Zutaten für unseren Teig hinzu. Da haben wir einmal 150 Gramm Mehl, 40 Gramm Milch und wir brauchen natürlich auch Backpulver. Davon einen Teelöffel, das ist hier gerade noch so drin in dieser Packung. Und das Ganze wird jetzt wieder miteinander vermischt. Dieses Mal nur 10 Sekunden, aber auch auf Stufe 5. Ein kleines Glas Kirschen, also zum Beispiel Schattenmorellen, lasst ihr abtropfen. Das sind so 185 Gramm Abtropfgewicht. Stellt es zur Seite. Es wird ja Marmorkirsch, also brauchen wir auch Kirschen. Unser Teig ist jetzt soweit fertig. Ja, wobei ich glaube, da gehe ich mit dem Spatel nochmal runter, mache da noch ein bisschen von dem Mehl, was ich oben festgesetzt habe, nochmal zurück und lasse es einfach mal nochmal ein paar Sekunden laufen. Das passiert ja manchmal. Aber da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ihr seht, ich habe meine Muffinform hier schon vorbereitet, indem ich diese kleinen Papierförmchen da rein gemacht habe. Das braucht man natürlich nicht. Man kann natürlich auch die Muffinform ausfetten und dann kann man das direkt da drin machen. Aber irgendwie ist das so zum Mitnehmen, finde ich, das immer einfacher. Die Hälfte unseres Teiges, die machen wir jetzt hier in diese Muffinförmchen hinein. Ich denke mal so 1 bis 1,5 Esslöffel kommen da rein. Nachdem wir dann etwa die Hälfte des Teiges hier in unsere Muffinförmchen gegeben haben, kommen jetzt Kirschen rein, also immer so 3 bis 4 in jede Muffinform. Und mit dem Rest des Teiges machen wir jetzt quasi unseren zweiten Teil, der oben drauf kommt. Da das ja marmorisiert werden soll, sollte der natürlich auch braun sein. Deswegen kommen jetzt 2 Esslöffel Backkakao noch hinzu. Ach, das war schon abgewogen, perfekt. Und noch 2 weitere Esslöffel Milch. Und das Ganze wieder 10 Sekunden auf Stufe 5 miteinander vermischen. So, dann haben wir unseren zweiten Teig. Eigentlich ist es der gleiche Teig, aber die zweite Farbe. Und die füllen wir jetzt ebenfalls hier in die Muffinförmchen rein. Jeweils dann auch immer einen Esslöffel in jedes Förmchen. So, also ich habe jetzt wirklich hier den letzten Rest aus dem Kessel rausgekratzt. Ich habe den Eindruck, der Teig ist ziemlich genau bemessen, wenn nicht vielleicht sogar ein wenig knapp. Also es ist gerade so aufgegangen. Den Backofen habe ich übrigens schon auf 180 Grad vorgeheizt, denn da werden unsere Muffins jetzt gebacken und zwar 20 Minuten Ober- und Unterhitze, wie gesagt 180 Grad und dann schauen wir mal. Bis später. Unsere Muffins sind fertig und wenn ihr glaubt, dass ich jetzt das
180 Grad heiße Backblech mit den Muffins genau so aus dem Ofen hole, ohne irgendwelche Topfuntersetzer oder sowas. Habe ich nicht. Ganz ehrlich, ich habe es vorhin schon ausgemacht, schon abkühlen lassen, damit ich dich jetzt hier vor euren Augen mit Puderzucker bestäuben kann und natürlich auch verzehren werde. Ja, nicht alle, aber einen zumindest. Müssen wir erstmal gucken, irgendwo habe ich noch Puderzucker. Genau, ich habe hier so eine Puderzuckermühle. Puderzucker, wisst ihr, kann man auch selber machen im Wunderkessel. Aber jetzt wird es aus der Mühle genommen. Ich habe übrigens bis heute noch nicht rausgefunden, ob und wie man diese Puderzuckermühlen nachfüllen kann. Vielleicht weiß das irgendjemand. Also man kriegt diesen Deckel hier nicht ab und man kriegt es auch unten nicht auf. Weil das wäre eigentlich schon cool, wenn man seinen Puderzucker dann selber macht und dann hier in diese Mühle reinmacht. Weil ich finde das sau praktisch. Aber jedes Mal so eine Mühle zu kaufen und vor allen Dingen jedes Mal die ganze Verpackung und den Plastik, wäre schön, wenn das recycelbar wäre. Vielleicht schaut jemand zu von Südzucker. Leute, das wäre eine schöne Idee für euch. Ja? Macht mal recycelbare Puderzuckermühlen. Fände ich gut. Ich habe ja eben schon gesagt, der Teig war so ein bisschen knapp bemessen. Und in der Tat sehen einige auch sehr muffinmäßig aus. Andere, wo etwas weniger Teig drin war, sind dann etwas kleiner geraten. Das macht aber nichts. Das ist genau die richtige Portion, die ich jetzt für euch probieren werde. Und ich mache das jetzt so, wie ich das zu Hause auch machen würde. Papier ab und reinbeißen. Dann kann man auch schön sehen hier unsere marmorierte Teigmischung. Naja, marmoriert. Also unten weiß, oben braun. Kirsche mit drin. Ich finde es super lecker. Ist jetzt auch, ich hatte eben so ein bisschen Angst, dass es zu vanillelastig wird, weil ich ja von diesem Vanillearoma da reingemacht habe oder von diesem Vanilleextrakt. Aber das schmeckt total lecker. Die Schattenmorellen sind noch etwas warm, aber wenn die ganz ausgekühlt sind, schmecken sie wahrscheinlich noch besser. Ich weiß es nicht. Ich mag das, wenn es noch so leicht warm ist. Hat sowas von, ja, hat die Oma gerade aus dem Ofen geholt und man nascht so. Ich finde es klasse. Ja, und ganz ehrlich, so schlimm war das jetzt auch nicht, auch wenn Backen nicht so meine Kernkompetenz ist. Was ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr öfters den Wunderkessel verfolgt. Und falls ihr das noch nicht tut, dann solltet ihr auf jeden Fall unseren Kanal abonnieren. Da unten ist so eine Glocke, die am besten drücken und dann werdet ihr informiert, sobald es hier neue Rezepte gibt. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne auch, was euch besonders gut gefällt. Wofür ihr den Thermomix benutzt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gefragt. Aber nehmt ihr den eigentlich zum Backen, also zum Teig machen? Habt ihr Teig- oder Backrezepte für den Thermomix, die wir hier unbedingt mal ausprobieren sollten? Schreibt es einfach rein. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video und sage bis dahin Tschüss und guten Appetit.